Eine paradoxe Samstag-Arbeit. Jeden Samstag muss der Herbert das Altbarbier verfahren und die Flaschen verdrängen. Das heißt, zum einen das Altglas entsorgen und zum anderen noch die Pfandflaschen abgeben. Mit dem Barbier und dem Glaszeug, da hat sich's angeboten, raus nach Silberberg zu fahren. Da draußen am Wertstoffhof, da nehmen wir sie nämlich alles umsonst. Da musst du dein Zeug halt schön in die richtigen Container schmeißen, dass schön zusammenpasst. Das Glas zum Glas, das Papier zum Papier. Und man muss das auch schon genau machen, sonst kommt der Sheriff und weist dich ein. Der Herbert hat alles richtig reingehauen und ist gleich weiter zu so einem Leergutautomaten gefahren, dass er seine Plastikflaschen noch losbringt. Da legst dann deine Behälter rein in das Loch, dann fährt die Flaschen oder die Bixen, die gehen auch, ninder und dann tut es einen dumpfen Schlauch. Dann wird die leere Hülle zusammengestampft. Wenn wie beim Herbert jede zweite Flasche eine Delle hat und gerade an der Stelle, wo das Babberler mit dem Strichcode drauf ist, fährt das Drecksding wieder raus. Dann muss er an der Flasche drücken und quetschen, dass die Dellen raushupft. Erst dann kannst du wieder reinlegen und hoffen, dass der Automat sie auch schluckt. Der Herbert kennt sich da schon aus, macht das ja eh jeden Samstag. Wenn's gar nicht gegangen ist, hat er auch schon mal reingeblasen, dass die Flaschen sich wieder auftut. Das will er aber nicht so oft machen, weil manchmal ist noch ein Nach drinnen, die er dann aus Versehen den Herbert ins Maul reinläuft. Pfui Teufel. Die abgestandene Brie, das braucht wirklich keiner. Jetzt war sein Samstag aber erledigt, aber drüber nachdenken darf man da nicht. Sonst wäre man blöd, sagt er. Weil es nämlich nicht logisch ist. Erst die Dellen rausdrücken, damit dann die ganze Flasche danach zerquetscht werden kann.